Ich bin der Stefan Wolf, ich komme aus Jembach, ursprünglich aus Bayern, bin aber jetzt schon seit 5 Jahren da. Und ich tue alles Mögliche, aber in letzter Zeit relativ viel Radl fahren. Und da besonders hat mir eigentlich das Wordriden hat's mir da ziemlich angetan. Und da bin ich jetzt schon eine Zeit dabei, circa 3 Jahre. Angefangen hat alles, dass ich ein bisschen Abwechslung zum Klettern haben wollte. Dann haben wir ein Radl gekauft. Dann hat eben mal ein Kollege gemeint, ob wir mal was Technischeres fahren sollen. Es war einfach ein relativ harter Einstieg, sage ich mal, durch das, dass ich halt gleich die schwere Zeit fahren wollte und einfach das Niveau noch nicht gehabt habe. Mir geht es hauptsächlich darum, schwere Einzelstellen zum Fahren. Und die halt einfach so lange probiere oder auscheck, bis es dann davor. Es geht in Kombination dann natürlich darum, alle schwierigen Stellen auf dem Berg zu fahren. Die nächste Entwicklungsstufe war dann vermutlich, dass man sagt, man fährt jetzt alles in ein Stück, aber also bei den schwierigsten Befahrungen jetzt von mir kann ich sagen, da bin ich noch weit davon entfernt, dass ich das jetzt auf ein Stück fahre. Die Information, dass es unbefahren ist, habe ich eigentlich vom Axel gekriegt. Also falls jemand vor mir gefahren hat, der möchte sich einfach bloß melden. Also ich möchte da keine Erstbefahrung für mich verbuchen, wenn es keine ist.